Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und ihr seht, ich bin das Schwein. Und wow, was war das für ein Lag? Habt ihr das gesehen? Ich stand plötzlich ganz woanders. Ich bin ein Schwein. Oh. Man muss das gedrückt halten. Alles klar. Jetzt weiß ich's. Ich habe gerade übrigens relativ lange in der Lobby gebraucht. Das heißt, es kann sein, dass die Ränge der Überlebenden nicht so ganz meinem Rang entsprechen. Aber gut, ich habe jetzt gelernt. Ach, das ist ja die Map. Zweigeteilte. Ich kann gucken, dass wir sie 3-gen. Muss. Also ich spiele halt das Schwein zum ersten Mal. So. Ich weiß, dass ich mich ducken kann und ich weiß auch, dass ich so einen Sprungangriff machen kann. Und ich habe jetzt schon gelernt, ich muss die Maustaste gedrückt halten. Das weiß man ja vorher nicht. Ne? Das habe ich jetzt aber schon gelernt. Wir haben zwei Haken. Ich würde mich jetzt mal nicht beschweren. Der Dwight und die Fang gingen schon. Der ist hier noch. Was? Wo sind die Leute alle? Wir sind so viele. Okay, wir nehmen Felix. Sorry. Warum hast du den nicht gegrabbelt, Spiel? Okay, wir können auch alle verletzen. Oh, warum habe ich denen keine Falle aufgesetzt? Ich bin ja doof. Ich bin auch ein Schweinchen. Ich glaube, Felix oder irgendwer hat sich da geheilt, oder? Warum liegt sie? Oh! Nee, trifft deine Wahl. Doch, trifft deine Wahl! Er war gerade fertig mit heilen. Habe ich aber nicht gehabt jetzt. Sie war trifft deine Wahl. Ah, wartet mal. Nimm die mal weg. Deswegen lag sie am Boden. Ich habe das gar nicht verstanden. Warum liegt sie? Ich bin ein Schweinchen und krieche überhaupt nicht. Aber die bieten sich mir halt so an, die Leute. Sind ja ein Schweinchen. Da drüben lief jemand. Hier. Hinten am Rand ist gerade jemand langgelaufen. Skillcheck verhauen? Die noch da? Oh, der Angriff ist gar nicht so lang, wie ich dachte. Oh, oh nein! Ich wollte die andere. Ich lasse sie liegen. Nein, jetzt bin ich so ein doofer Killer. Die hat schon eine Falle auf. Die kann so schon nichts machen. Die war übrigens wer? Kratzspuren gesehen. Die hier hintergegangen ist. Das trifft eine Wahl. Immer den Dwight. Er war nicht trifft eine Wahl. Der andere hat eine Falle auf. Oh, das mit Lüdi, das war jetzt. Oh, aber sie steht wieder.
Ich möchte nicht so ein dummes Schwein sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig nicht. Den zieht die Palette. Ich denke mal, er wird jetzt aufpassen an den Paletten. Ich muss mehr kriechen. Und die kriegen die Fallen ab, bevor ein Jen angeht. Das ist eigentlich auch nicht das. Ich heb mir mal. Soll ich mir die Fallen noch aufheben? Er hängt jetzt zum zweiten Mal. Hier, es hing alle mindestens einmal. Er hängt zum zweiten Mal. Schade. Wir haben noch Ruin im Spiel. Er passt auf. Okay. War da Flink dabei oder ausgewogene Landung? Oder... Hier ist auch jemand am Generator gewesen. Er geht nach rechts. Felix! Ich könnte eigentlich mit meinem Schleichangriff halt, ne? Okay, ich muss Schweinchen noch üben. Okay, ihr verzeiht mir das bitte. Ich übe noch. Ich... Ja, die Palette ist weg, Felix. Mich wundert's, dass ihr Ruin noch nicht weggemacht habt. Ehrlich gesagt. Wisst doch, wo Ruin ist. So. Hängt jetzt auch zum zweiten. Soll ich eine Falle? Ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich gern, dass die Fallen am Ende aktiv werden. Andererseits hätte ich mal lieber eine Falle aufgesetzt. Der hätte Fahrradkette. Gents sind ruhig. Lüdi ist geheilt. Ich hoffe, deine Wahl ist aktiv. Jetzt müsste ich nur wissen, wer gerettet hat. Was? Feng? Die mir so in die Arme lief und ich überfordert war, welche Taste ich drücken muss. Yo! Triff deine Wahl und so. Wo liegt sie? Komm an. Wir hauen mal jetzt eine Falle drauf. Ich bringe sie zu meinem Lieblingshaken. Ruin ist immer noch im Spiel. Ich habe halt leider auch noch Nöte dabei. Ich bin... Nein, und ich habe gedacht, weil das Matchmaking so lang gedauert hat, dass das mit den Rängen jetzt hier nicht so ganz funktioniert hat. Er hat mich gesehen. Wo ist er lang? Er hat mich auf jeden Fall gesehen und er ist weggegangen. Deswegen hat der Generator sich zurückgesetzt. Hm. Oh, da drüben sind Kratzspuren gewesen am Baum. Kratzspuren, ihr verwirrt mich da. Der ist weitergegangen. Hä?
Blind. Okay, Ruin ist weg. Jetzt müssen wir aufpassen. Sprintboost. Nimmst du den Bagger? Nee, nimmst du nicht. Nimmst die Palette. Du wartest extra an der Palette. Oh, die hat sogar so einen Event-Werkzeugkasten. Der ist halt richtig gut. Der hat richtig viel Ladung. Gerade hier hinten weitergerannt. Irgendjemand muss ja hier sein. Ich hätte kriechen können. Bei Schweinchen muss man einiges beachten. Das Problem ist, die machen die Gens halt gut. Gut verteilt. Ja, guten Morgen! Hast du mich nicht gesehen? Ich habe dich auch fast nicht gesehen. Wir nehmen jetzt Clüdi. Wir müssen jetzt die Leute aus dem Spiel kriegen. Wir haben nur noch einen Gen zu machen und ich glaube, der wird auch demnächst angehen. Mal gucken. Aber wir haben noch Nöd. Erst hatte ich noch gesagt, ich habe leider Nöd, weil ich dachte, ich habe die Runde in der Hand, aber dem ist so nicht. Müsste die Palette rausnehmen. Oder so. So, ich habe noch eine Falle. Ich setze ihr die jetzt auf. Weil sonst, wenn der letzte Gendern ist, brauche ich auch keine Falle mehr aufsetzen. Dann kann die eh nicht mehr aktiv werden. So. Sind dann alle tot am Haken jetzt? Eigentlich... Ja. Gut. Wo ist sie hin? Da ist jemand. Sorry. Ich bin jetzt leider so ein Notkiller. Aber ihr hättet ja Totems machen können. Clüdis Falle ist aktiv. Sie kann nicht aus dem Ausgang raus. Sie kann maximal durch die Luke. Gut, Dwight geht raus. Damit ist maximal noch die Fang. Die Fang ist wahrscheinlich hinten. Am... Ist sie nicht. Fang, du kannst nicht aus dem Ausgang... Clüdi. Oder? Eine Falle müsste doch aktiv sein. Jo! Sie wollte mit einer laufenden Falle durch den Ausgang. Und ist dadurch gestorben. Ich glaube, sie wusste das nicht, oder? Ich glaube, sie wusste das nicht. Die Arme. Sie dachte, sie kommt raus. Aber so ist das. Jetzt weiß sie's, dass das nicht geht. okay, Matchmaking war aber in Ordnung. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die haben alle ihre Offerings gedroppt. Die haben alle 5 mal 3 ist 15.000. Die haben alle 15.000 Blutpunkte zusätzlich bekommen. War also von mir gar keine so schlechte Runde. Ich werde noch ein bisschen üben mit dem Schweinchen. Dass ich auch mehr crouche und dass ich vielleicht meinen Sprungangriff besser nutzen kann. Aber man muss halt da gut voraussehen können, wo die Survivor so hinlaufen. Das kann ich noch nicht so. Aber ich übe. Und für den Stream heißt das, ab sofort könnt ihr euch auch das Schweinchen wünschen.
wenn wir Killer spielen und ihr abstimmen dürft. Meine erste Runde mit dem Schwein. Auf noch ganz viele weitere Runden mit ihr. Ich sag aber für heute tschüss, danke fürs Zuschauen, macht's gut und wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!